Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgic Profonde, heute für den Montag. Für den Feiertag haben wir schon die erste Folge hier parat. Ich habe einen Haufen Kommentare von euch bekommen, zwecks Umstellung der Fahrzeuge, beziehungsweise dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Es haben ganz, ganz viele gesagt, dass ich Position tauschen soll, dass wir, sagen wir, diese Geräte hier an die andere Seite drüben hinbringen, ungefähr in diese Richtung. Und dass ich dann die beiden hier reinstellen könnte, hat natürlich den positiven Vorteil, dass ich dann auch hier Platz habe für größere Maschinen, wie zum Beispiel den Drescher und so weiter und so fort. Und vielleicht auch ein paar Langanhänger. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ist aber an und für sich eine geile Idee. Vielen Dank dafür. Weil ich sehe das hier, es ist alles ziemlich beengt und ziemlich klein hier. Und ich könnte hier ganz locker einen Schwader und sowas reinstellen. Das wird, ja, der wird ganz leicht Platz haben. Aber guck mal, jetzt muss es erstmal weitergehen mit dem, ja, mit der Ernte, oder nicht mit der Ernte, mit dem Ansehen und so weiter und so fort. Hier, das war, glaube ich, leer, jawohl, das wollen wir auch gleich auffüllen, damit wir wieder, wo sind meine Pedale? Ach du Schande, das liegt da alles drauf. So, ja. Gut. Das wollen wir jetzt hier auffüllen, weil ich möchte natürlich das jetzt ein bisschen wieder in Schwung bringen, wie man so schön sagt. So, auf, stopp. Das wollte ich nicht. Das ist Wasser. Wasser brauche ich nicht. Ja, brauche ich schon, aber kostet zu viel. Moment, wir bringen das Stück bisschen Wasser jetzt hier weg. Oh. Ja, okay, das ist auch kacke. Ich möchte ja nicht das hier aufladen. Wie nochmal Wasser? Moment mal, ich muss das hier anmachen. Ich muss das hier anmachen und dann müssen wir mal gucken. Ich möchte eigentlich auslassen, nicht einlassen. Entleere, Button 5. Raus damit wieder. Hat zwar ein bisschen was gekostet jetzt, aber ist egal. Ich wollte ja Milch reinpumpen, nicht irgendwas anderes. Ich brauche Milch. Danke, jetzt aber. So, den... Ja, den können wir auch wieder ansetzen. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Weizenfelder gemacht. Jetzt machen wir hier noch ein... Moment. What? Okay. Wir machen hier noch ein... was wollte ich denn hier machen? Ich glaube, ich wollte ein Rapsfeld noch machen hier. Rapsfeld machen wir auch noch hier. Damit wirklich von jedem was bei ist. Würde ich kunterbunt alles gemischt haben hier. Was auch sehr, sehr geil ist. So, ein Rapsfeld, bitteschön. So, oh, hier ist auch so ein Schlammloch, habt ihr gesehen? So, das wird nicht ganz passen. Ja, doch, nee, wir fahren nochmal zurück. Ist mir... Sicherheit geht vor. Was hat denn der... Oh, der hat bald keine Gülle mehr drin. Gut, das müssen wir uns dann auch gleich mal kümmern drum. So müsste das passen. Gut, dann gucken wir uns nochmal an, wie es mit dem LKW aussieht. Der ist hier. Voll, sehr gut. Den bringen wir gleich rüber. Ein paar Leute haben auch... Wow, ist der schmutzig. Alter Schwede. So... Ja, also ich sehe auch, dass der Kontostand wächst und wächst und wächst. Ist aber auch gut so, weil ich möchte natürlich noch zwei Anhänger kaufen, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, mitgeteilt, verlautbart, wie auch immer. Und das werden wir dann dementsprechend natürlich machen müssen. Lass uns ganz kurz gucken, wie sieht das hier aus. Ist ja noch was... Oh, hier ist fast sehr, sehr viel drin. Und hier ist nicht so viel drin. Okay, das trifft sich ja nicht ganz gut. Dann lassen wir es hier schön machen. Wir können derweil... Hier können wir nichts machen. Du kannst stehen bleiben. Dich füllen wir jetzt gleich auf. Alter, das haben wir gerade so erwischt, ne? Gerade so. Sehr gut. Und dann können wir auch schon wieder neue Gülle holen fahren. Ding schluckt einfach die Gülle weg wie sonst nichts auf der Welt. Wahnsinn. So, das haben wir hier. Genau. Hier holen wir noch ein Stückchen Gülle. Ein Stückchen ist auch nett, ne? Wie viel waren hier drin? Ich weiß es gar nicht. Achso, die Füllstandzeige ist vorne, hab ich gesagt. Oh, ist gleich empty. Nämlich ganz genau jetzt gleich. Jetzt. Ah, verdammt. Okay, aber vielleicht reicht das für das Stückchen, was wir noch haben. Wäre nicht das Schlechteste. Ich habe zwar die Befürchtung, dass die Sämaschine ein bisschen schneller ist als wie der Güllegrube, aber ich kann mich auch täuschen. Oh, da kommt er schon wieder. Guck mal, was er für eine Breite hat hier. Oh, aber das passt schon, ne? Das passt schon. Das ist immer nicht so. Ja, hat ein bisschen Vorsprung. Ne? Ich hoffe, dass das reicht. Ich werde sofort neue Gülle ranholen.
Weil das ist eines unserer größten Felder und das darf natürlich nicht zu lange stillstehen. Jo, das passt schon. Gut, das können wir ganz kurz stehen lassen. Wir brauchen jetzt den hier. So, einmal drehen. Oh, hier drehen ist natürlich ein bisschen schwieriger, wie gehört. Gut, dann machen wir das so. Wir sind ja voll Profis, ne? Oh, hier sind überall Schlammlöcher. Der René hat hier, da hat der genau gewusst, dass ich hier mich sehr, sehr viel aufhalte, ne? Hat einfach mal Schlammlöcher reingehauen, sagt er. Eieieiei. So. Apropos, ne? Seht ihr hinten Kennzeichen? 6650 Abonnenten haben wir den gekauft. Ist gar nicht lange her und jetzt sind wir schon bei 6800, was ich gesehen habe. Wow. Geht rasant dahin. Das ist echt Wahnsinn. So. Hier, fahren jetzt mal. Sieht, diese Hänge stört mich natürlich auch extrem, ne? Aber jetzt müssen wir demnächst Hänger kaufen und dann gucken, wie viel Platz denn wirklich übrig bleibt, weil ich möchte nicht alles umstellen. Da kaufen wir zwei neue Hänger und dann können wir wieder von vorne anfangen mit dem Sortieren. Ist auch kacke. Ist auch kacke. Wobei die Ballen hier links sehr, sehr viel Sinn machen würden, weil rechts oder gegenüber der Mixfeeder ist. Boah. Würde für mich logisch klingen. So, 22.000. Dann fahren wir den jetzt nochmal ein Stückchen vor. Dann können wir das auch gleich auffüllen. So, da geht das so alles einigermaßen gleichmäßig von der Hand. So, da würde es nicht voll werden, das ist mir klar. Aber wir können zumindest schon mal beginnen. Das ist nicht so schlecht. So, hier wird aufgefüllt, hier wird aufgefüllt. Es läuft. Es läuft. So, was sagt der Terra-Variant? 29%. Passt, der Fendt ist auch unterwegs. Oh, die sind schon relativ nah, ne? Ich muss vielleicht den Fendt ein bisschen pausieren. Sonst haben wir gleich ein Problem. So, ich bringe so viel Gülle, bring ich gar nicht zusammen. Habt ihr das gesehen? Das ist echt wahnsinnig. Wow. So viel Gülle, das schaffe ich gar nicht. Weil so schnell kann ich gar nicht nachliefern, so schnell verbraucht er das. Ja, ich muss den Trick wieder anwenden. Langsam zurückfahren. Sollte das besser funktionieren. Wir könnten auch über den Hof rausfahren, ist mir prinzipiell egal. So. Wir machen das einfach so. Oh. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Also ist. Ja, seht ihr? Genau deswegen. Eine Stahlstange, ne? Weit und breit. Und ich knall genau drauf. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier rauskommen. Jo, geht sich aus. Sehr schön. Das passt auf alle Fälle. So, Terra wären 17%. Der saugt die Gülle weg wie sonst nichts auf der Welt. Das ist Wahnsinn, ey. Oh, alter Falter. Ja, zwei neue Hänger. Einen Bosini und einen Fortuna, glaube ich, ist das. Ich habe mir auch gesagt, dass es bei dem Fortuna-Pack, das ich mit drin habe, auch einen geilen Auflieger gibt. Den gucken wir uns auch gleich mal an. Ob das vielleicht eine schöne Alternative wäre zum, was haben wir da für einen? Fliegel. Glaube ich, Fliegel haben wir. Fliegel ist eine geile Marke. Wirklich, gibt's nichts. Aber, wow, alter Falter. Aber es kann auch mal was anderes sein. Als wie immer nur Fliegel, 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 Fliegel. So, den stellen wir hier ran. Können wir hier ganz gemütlich auftanken. Ja, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? So, lass uns ganz kurz gucken. Ich kaufe das jetzt einfach mal, damit das jetzt mal ein bisschen vorangeht. Ich möchte haben den hier. Der kostet nur 100. Wow. Das ist ja richtig kacke. Okay, ich habe den nicht getestet, den vorne. Den möchte ich haben. Den habe ich gesagt, den möchte ich, den muss ich haben, weil es ist einfach ein größerer Anhänger. Nee, KW, komm mal, kein Bock drauf. Nee. Wir kaufen den hier. Wir gucken uns an, ob das was ist. Und wenn da was ist, dann werden wir noch ein bisschen was so draufzahlen, weil 100 ist mir, scheint mir relativ wenig. Hier habe ich noch ein Pack. Ah, den habt ihr gemeint, ne? Den habt ihr mir vorgeschlagen. 56.000. Können wir auch kaufen. Können wir theoretisch auch kaufen. Das wäre noch so ein fetter Anhänger. 52.000. Puh, wie ist das denn? Oh, was ist das hier? Uiuiui, da haben wir ein schönes Fass. Ich glaube, das haben wir. Moment, das sieht ganz cool aus eigentlich. Ich kaufe mir jetzt so ein Fass, weil ich brauche noch ein Wasserfass.
kaufen das jetzt einfach. So. Viele, viele neue Sachen haben wir gekauft. Sehr schön. Was ist mit meinem Handy jetzt los? Na, ist egal. Okay, der macht das, glaube ich. Du bleibst noch ein bisschen stehen, hast du gesagt. Das passt. Achso, der Case Optum ist ja momentan besetzt. Gut, dann müssen wir den hier nehmen. Dann machen wir das so, dass der Front da oben hingestellt wird jetzt. Das Frontgewicht wechselt, also das Heckgewicht wechselt zum Frontgewicht. Entschuldigung. Alter, hier hat er auch eine Pütze gebaut, ne? Habt ihr gesehen? Eieiei, der René ist schon so ein Schlingel. So, Frontlader, den stellen wir jetzt erstmal hier rein. Weil hier, hier sieht er besser aus, finde ich. Also wie so weit ab in die Ferne gerückt. So. Passt das? Oh. Okay. Da machen wir das so, dass wir das Gewicht hier abhängen. Einmal hier reinfahren, rückwärts. Oh. Oder auch nicht. So. Und dann fahren wir gleich mal zum Händler und holen mal ein paar Sachen ab. Beziehungsweise erstmal eine Sache, weil mehr als wie einen kann ich ja nicht anhängen, ist ja ganz klar. So. Terra Variant hat die Arbeit niedergelegt. Warum das denn? Oh, ich fahre ein bisschen daneben. Zack. Was ist mit meinem Terra-Variant? Was ist der Prop... Ah, du stehst hier oben. Ich verstehe das. Ich verstehe das vollkommen. Er hat nur 3% Gülle drin. Das ist ein bisschen sehr, sehr wenig. Ich könnte aber... Oh, ich hätte eine alte... eine andere Idee. Könnten wir auch das so machen, dass ich... Moment mal. Was hat jetzt... Das muss ich... Ich muss gleich mal was nachgucken. Ich könnte das untere als Wasserfass verwenden. Und den neuen, den wir gekauft haben, als Güllefass, weil der einfach mehr trägt, glaube ich. Bin ich der Meinung. Lass uns ganz kurz das nachchecken. Was kann das große Fass mitnehmen? Werden wir was finden heute noch? Weiß ich nicht. Kann ein bisschen dauern bei den ganzen Mods. Der hätte auf alle Fälle 56.000 Liter, ne? Was hat das hier? 30.000. Gut, dann ist das erledigt. Dann ist das unser zukünftiges Wasserfass. Und das ich jetzt gleich abholen werde, ist das Güllefass. Weil wir brauchen mehr Gülle als Wasser. Und so, deswegen machen wir das so. Wobei das jetzt eigentlich auch keinen Sinn mehr macht, weil wir haben jetzt nur mal ganz, ganz wenig Gülle. Aber für das nächste Mal haben wir das schon vorbereitet. Was ich sehr, sehr gut finde. So, machen wir hin hier. Ich muss Gas geben. Bisschen Gas geben. Alter, der wird einfach nicht mehr, ne? Sieht aber cool aus auch. So, jetzt aber, ne? Ah. So, ihr seht es hier, also es läuft eigentlich ganz gut voran. Nur es dauert halt alles ein bisschen länger als wie geplant. Also wie ich das geplant habe, so muss man das, glaube ich, formulieren. So, den Streifen, den lassen wir jetzt einfach mal, weil nobody cares. So. Genau, hier machen wir weiter. So machen wir das. So. Ich hoffe, das passt so. Okay. Du bleibst noch ein bisschen hier, sehr gesagt. Den brauche ich eigentlich. Den möchte ich jetzt nochmal losfahren. Damit wir zumindest eine Sache abholen können. Ich glaube, den Fortuna oder Bosini können wir noch diese Folge holen. Da ist nicht viel kaputt. Und den müssen wir natürlich auch hier reinbringen, unter diesen Unterständen hier geradeaus vor mir. Weil es ist eigentlich der Hängerunterstand, sage ich jetzt einfach so. Vier Hänger haben Platz. Wir haben den kleinen Fortuna, den großen Fortuna. Wir haben den KW-Co, glaube ich heißt er. Und den Bosini. Es sind genau vier, perfekt. Und den Container lassen wir einfach oben stehen. Mit dem Hakenlift. Also mit dem IT-Runner DLC, wenn ihr das so möchtet. Ja, kann man auch machen. Okay, Fendt fährt. Der Terra-Variant fährt auch. Sehr gut. Ne, das passt. Das läuft. Ihr seht es ja. Also, geh mal weg hier! Entschuldigung. Am Feiertag darf man normalerweise nicht hupen, glaube ich, oder? Wie war das? Irgendwie, da war das so eine Regelung. Am Feiertag irgendwie... Irgendwas Besonderes war da. Ich weiß nicht mehr genau. Gut, wir gucken uns das jetzt noch ganz schnell an und dann sehen wir uns heute Mittag hoffentlich wieder zu einer weiteren Folge, wo wir dann das ganze Zeug nach Hause bringen. Weil das Zeit ist Geld und Geld haben wir zwar genug jetzt. Oh, Alter. Die grüne Invasion oder was? So, gucken wir uns das mal in ganzen Ruhe an. Alter, ist das ein fettes Fass.
Fortuna, ganz schlicht. Was? Solange man deine Milch nicht per E-Mail verschicken kann, werden wir uns auf der Straße noch teilen müssen. Ja, das ist richtig, ne? Das ist richtig. Bussini ist auch ein fettes Ding und Fortuna, den kennen wir ja schon, der ist richtig nice. Okay, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, euch gefällt es so, was ich hier mache. Und würde mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, heute Mittag wieder zu einer weiteren Folge Belgische Überhunde. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns später wieder. Ne? Ja, in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut.